Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem Video von der Grafikhure. Den ein oder anderen mag es erschrecken. Ich bin zurück. Ich war ein bisschen abgetaucht, beziehungsweise hatte eine Weile lang nichts mehr veröffentlicht. Ja, wie so ist, anfangs ist man vielleicht von Sachen ein bisschen gehypt. Auf der anderen Seite hat mir auch einfach die Zeit gefehlt und der Nerv in den letzten 1, 2, 3 Monaten. Ja, und jetzt hat es mir eh schon so ein bisschen unter den Nägeln gebrannt und ja, jetzt sind so ein paar Sachen, haben sich ein paar Sachen ereignet, die ich einfach mal kommentieren möchte. Mal gucken, vielleicht mache ich auch in nächster Zeit einfach mal wieder ein bisschen mehr. Ich will aber auch nicht immer irgendwie dasselbe machen und das Mal ein Video zu Witcher und Grafik oder da. Ich habe eine Zeit lang relativ abwechslungsreich gespielt. Momentan konzentriert sich das eher so auf ein, zwei Games und ich will auch nicht, dass das langweilig wird. Ich muss mir so ein Video immer noch selber angucken können. Obwohl ich das bei der Optik von Witcher sicherlich könnte, aber irgendwo muss es ja auch ja, noch mit Sinn gefüllt sein, das Ganze. Sieht vielleicht nicht jeder YouTuber so, aber bei mir ist das so. Jedenfalls habe ich mir gedacht, okay, mach's hier. Es gibt immer mal wieder so aktuelle Themen, die mich ein bisschen aufregen oder bewegen. Und wenn ich irgendwie so ein Format mache, aktuelle Stunde oder aktuelle Aufreger oder was weiß ich. Und dazu vielleicht ab und zu einfach mal meinen Senf ablassen zu den Dingen. Unter anderem ein PS4 Pro Deal beim also jetzt beliebten GameStop, den ich auch beworben habe auf meiner Seite. Denn vom Deal an sich bin ich wirklich überzeugt, dass das ein guter Deal ist. Alte PS4 abgeben, zwei Spiele noch abgeben und 99 Euro draufzahlen und zack, kriegst du deine PS4 Pro im Wert von 3,99. Sehr gut. Ja, selbst wenn man die irgendwie verkaufen will oder so, seine alte PS4 und überlegt hat, macht es wirklich Sinn, seine PS4 dort abzugeben und die PS4 Pro dann zu verkaufen. Also da kann man auch Reibach mitmachen. Eigentlich wirklich richtig geiler Deal. So. Nun aber seht ihr schon die Überschrift PS4 Pro für 99,99. Mega Deal wird für GameStop zum Desaster. Nicht ganz unverschuldet. Ja. Auch ich wollte diesen Deal in Anspruch nehmen, weil ich, wie gesagt, davon überzeugt bin. Das Angebot gilt vom 26. April bis zum 14. Mai. Ja. So. Heute ist, hier unten seht ihr es, der 26. April. Was habe ich gemacht? Bin auf den Dachboden geklettert heute Morgen. Hab meine Verpackung gesucht, hab die gesäubert. Habe meine PlayStation gesäubert, habe alle Kabel zusammengesucht, ich hatte nicht alles beisammen. Habe meine PlayStation gesäubert, weiß ich nicht, ob ich schon gesagt habe, Kabel alles zusammen, Controller, alles nochmal geguckt, ob alles funktioniert. Meine PlayStation initialisiert, das heißt sauber gemacht, alle Daten runter und eingepackt. Habe mich ins Auto gesetzt, bin in die nächstgrößere Stadt, das ist bei uns Potsdam, eine halbe Stunde hingefahren. Um 10 Uhr öffnet dort der GameStop. Ich war ungefähr um 10:20 Uhr da. Ja. Und marschiere rein mit meinem freudigen Gemüt und sage, ey, ich habe gehört, bei euch kann ich meine PS4 loswerden. Das will ich tun. Ach, das ist ja schön. Aber die sind alle vergeben. Ist alles weg. Ja, es ist 20 nach 10. Wie kann dann alles weg sein? Ja, die sind alle reserviert. Das heißt, die haben eine Aktion, ne, die vom 26. an gilt und nehmen dann Vorbestellungen entgegen. Ist ja schön, ja. Wäre auch in Ordnung, wenn man das vielleicht mal irgendwo kommunizieren würde. Aber ich kann doch nicht schreiben, ab dem 26. teilweise, warum sich die Leute aufregen, haben sie die ja schon am 24. hier weggegeben, die PS4, haben sie es schon gemacht im Laden. Ja. Ganz ehrlich, bei einem Spielerelease ist das was anderes als bei so einem Deal. Also finde ich nicht in Ordnung.
Ja, nicht mal wegen dem Deal an dich, an sich. Mich juckt das eigentlich gar nicht. Ja, ich hätte gerne Horizon Zero Dawn gespielt. Die haben mich auch aufgenommen und ich habe meine Telefonnummer da gelassen und wahrscheinlich werde ich auch noch eine PS4 Pro kriegen für 100 €, aber darum geht es mir gar nicht. Ja, einfach diese Lutscher, wie kann man sowas machen? Ja, am liebsten würde ich den Schadenersatz einklagen für die Stunde, die ich durch die Gegend gefahren bin, sinnlos und den Sprit, den ich verballert habe. Aber am meisten kotzt mich halt die Zeit an. Ja. Bin arbeiten, ich habe Familie, ich habe andere Sorgen und Probleme. Nicht nur spielen. Ja. Ich spiele zwar sehr gerne, aber es gibt auch noch ein Leben links und rechts. Und dann bin ich mir hier 1,5 Stunden an die Beine mit vorbereiten oder so, alles 2 Stunden, sind komplett am Morgen, der weggeht eigentlich. Für diese Pisse und du kommst da an und die sagen dir, ja, wir haben schon alles rausgegeben. Um 20 Minuten nach dem eigentlichen Aktionsstart. Ja. Wo ich alleine im GameStop stehe und noch gar keiner da war außer mir. Einfach mal richtige Minusaktion, wo er nun GameStop sowieso schon so einen guten Ruf hat und ich total geil auf die zu sprechen bin, weil wenn du da 100 Spiele angibst, die so, we can give you 10 Bucks. Ja, also gut, die sollen auch ihr Geld machen, ist alles in Ordnung, aber das sorgt bei mir persönlich für Unmut, weil meine Zeit muss ich mir dann von den Wichsern dann doch nicht klauen lassen. Das ist einfach nicht in Ordnung. Ne? Wenn ich da jetzt irgendwo in 3 Tagen angekommen wäre, hätte ich das auch verstanden. Muss ich nur noch mal dazu sagen. Weil das ist eine beliebte Aktion, wo das war klar. Ja, aber wenn ich dann Vorreservierung schon per Telefon sowas Dämliches, dann können sie sich ihren Aktionszeitraum sparen. Dann sollen sie machen ab jetzt, solange der Vorrat reicht und dann kann damit jeder was anfangen. Ja. Dann kann so ein Ansturm losgehen und dann ist das auch in Ordnung. So, next thing. Call of Duty World War 2. Erste Gameplay-Trailer zum Weltkriegs-COD. COD geht zurück zu den Wurzeln, beim schon mittlerweile ein Jahr klar. Die Spielemagazine tun natürlich so, als wäre es jetzt vor 2 Tagen eigentlich geleakt. Haben die hier so einen Trailer rausgebuttert und ja, was will ich dazu sagen? Also Future Setting habe ich eh nie befürwortet. Prinzipiell finde ich den Schritt in die Vergangenheit also gut. Aber es gab ja nun schon viele World War II Spiele und ihr seht es jetzt schon. Ja, ich mach mal groß. Direkt in der ersten Szene des Trailers, es ist wieder der Ansturm auf die Nummer. Ich gucke diesen Trailer und denke mir einfach, ey, das Spiel habt ihr doch vor 10 Jahren gemacht. Ne? Man kann doch auch, also erstens verstehe ich nicht, wieso man generell immer auf einem historischen Setting basierend, also einem tatsächlichen Setting, was sich wirklich ereignet hat, unbedingt nun ein Spiel machen muss. Ne? Man kann sich ja so viele interessante Sachen ausdenken. Man könnte sich eine Geschichte ausdenken. Man könnte in allen Ländern der Welt spielen lassen, die interessant wären und mal ein bisschen kreativ sein. Aber nee, wir nehmen immer realistische oder Realitäts-Settings, die in der Vergangenheit liegen. Ist ja in Ordnung, wenn man meint, man muss das machen und man kann nicht mal auch ein anderes Setting wählen. Wobei es selbst da tausende andere Konflikte gibt, die vielleicht auch mal interessant wären zu beleuchten, aber nee, man muss wieder Weltkrieg nehmen. So, wenn man das dann macht, muss man das dann aber schon so wieder so machen, wie man es vor 10 Jahren gemacht hat? Also es muss doch nicht, da muss ich doch nicht das, ich möchte nicht wissen, in wie vielen Spielen ich diesen Ansturm auf die Normandie gespielt habe. Das kann ich schon nicht mehr sehen. Ja. Nebenbei, grafisch, na gut, was erwartet man? Bei dem Call of Duty nix, ist auch nicht oberste Priorität, aber könnten wirklich mal auch mit einer neuen Engine um die Ecke kommen, ne? Anstatt immer das Alte zu verwursteln. Sie müssen halt gameplaymäßig auch wieder einen Schritt zurück machen. Diese ganze Future-Scheiße hat sich nämlich nur negativ ausgewirkt, meiner Meinung nach. Früher musste es die Laufwege, Map-Kenntnis und sowas, weil bei den neuen Teilen alles scheißegal, weil von jeder, von überall, jederzeit irgendwo kommen konnte, von wie die Gummibärenbande, ja. Von daher ist es sicherlich,
schon nicht schlecht, dass es ein Schritt back to basic ist, was aber nicht heißt, dass es dadurch automatisch gut wird und das Gameplay so wird wie früher, denn man sieht so ein bisschen am Battlefield 1, da hatten glaube ich auch viele die Hoffnung, ja, und von der Inszenierung kann man gegen den Titel auch überhaupt nichts sagen, aber wer meinen Kanal ein bisschen verfolgt, kennt auch meine Meinung zur Mechanik, zum Gameplay und dass ich nicht unbedingt nur zufrieden damit bin. Im Gegenteil, ich habe es deutlich weniger gespielt als Battlefield 4, trotz der technischen Schwächen des vierten Teils. Und ja, also, und ich denke auch, also es ist ja kein Hype da, ja, so wie ich das mitgekriegt habe. Das, ich glaube, es interessiert auch einfach keinen mehr, weil es halt die x-te Wurst ist und einfach nichts bietet, was da jetzt noch wirklich relevant wäre. Ne? Wenn die mal sowas geschafft hätten, wie es Counter-Strike geschafft hat, ja? Das wäre nämlich das wahre Potenzial von Call of Duty gewesen. Sich wirklich auf wenige Dinge zu konzentrieren und die bis zur Perfektion so ranzutreiben und dann wirklich das sportsmäßig, also COD war früher, hat ja mit so den Anfang da gesetzt, nach Counter-Strike ursprünglich, aber Counter-Strike ja in der Zwischenzeit lang war tot. Wir haben alle 1.6 gespielt, dann kam so die Call of Duty-Ära und dann irgendwie CSGO. Nagelt mich nicht fest, aber ich möchte meinen, so war das zeitlich. Und ja, also ich denke, das ist vielleicht auch einfach über seinen Zenit. Vielleicht brauchen die mal eine Pause oder sowas. Ich bin jedenfalls nicht gehypt, auch trotz des Zweiten Weltkriegs-Settings. Und ich denke, wenn man schon Zweiter Weltkrieg macht, dann hätte man das vielleicht auch einfach mal anders aufzäumen können. Auch mal vor allen Dingen ein bisschen bunter. Ja. Es war alles so grau in grau und braun. Und ich weiß, es ist ein Szenario, was jetzt nicht unbedingt happy ist, aber trotzdem ist ja nicht alles mit einer Schwarz-Weiß-Kamera abgelaufen damals. Ne? Also du siehst ja die Welt trotzdem nur durch die Augen eines Soldaten. Und wenn ich mir das angucke, das sieht für mich aus, das kotzt mich bei Battlefield 1 auch an. Das ist teilweise alles so, ne? Genau, alles braun, alles Matsch, nix. Nicht wirklich, nicht schön, ja. Naja, werden wir mal sehen, was sie daraus machen. Das ist jedenfalls meine Einschätzung dazu. Bin da nicht gehypt und bin auch ziemlich sicher, die werden auch wieder irgendwas einbauen, damit auch jeder Newbie da, jedes 12-jährige Kind auch weiterhin seine Kills schafft. Damit hatte ich nämlich vor allen Dingen ein Problem bei diesen Future-Teilen, ja. Also, dass diese Death-Streaks, ne, dass du da auch noch jemanden irgendwie töten kannst, selbst wenn du selber gerade gestorben bist, dass er noch eine Granate fallen lässt und sowas. Und dann die Visiere, wo du einen Teil, einen Meter daneben schießen konntest und hast trotzdem getroffen. Und all so eine Scheiße, wirklich, das Rumgehüpfe. Und ich glaube nicht, dass sie davon abgehen werden. Die haben ihre Zielgruppe, ihre ehemalige Zielgruppe so verraten und sind so Mainstream geworden. Und mittlerweile habe ich wirklich das Gefühl, es interessiert sich keiner mehr für. Es geht mir zumindest so. Wahrscheinlich ist man auch dieser ganzen Shooter überdrüssig. Ja, würde mich mal interessieren, was ihr dazu denkt. Ist ja mal, man hat immer so eine eigene Meinung und vom Gefühl her. Klar, ich lese bei Facebook auch viel Kommentare und sowas, aber ich habe nicht so ein richtiges Gefühl, wie die Community, ob es da überhaupt noch eine richtige Community gibt. Das ist für mich die Frage. Und wenn, wie die das aufgenommen hat. Also ist irgendwie ganz komisch bei dem Spiel. Ja, gut. Haben wir wieder lange genug gelabert. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund. Macht's gut. Haut rein. Ciao.